Hey, Scheiße. Da bist du! Als ob an deinen Sohn hier im zivilen Outfit aussieht. Oh Gott. Was ist mit den Haaren? Ich, dachte, wenn du den Brief auslieferst, ist das vielleicht eine schlechte Idee. Ich werde das erledigen. Gib ihn mir. Wie? Du hast sie nicht? Ja. Hast du sie wenigstens gesehen? Ja. Sie zittert. Sie zittert da hinter dem Haben wir sie gesehen oder nicht? Ja, wir haben sie doch offensichtlich gesehen. Nicht, nein, Johnny, was willst, wofür willst du dich entscheiden? Ich würde ja sagen. Ich leck. I ship them. Ja? Sie muss hier irgendwo sein. Jetzt mal ohne Witz. Danke. Ich dachte, sie hat so einen so ein Sidecut. Warum hat sie so eine völlig normale Frisur gerade? Ja, das ist super daran. Sie sieht einfach so komplett normal aus. Ich werde mich umsehen. Oh, das war knapp. Oh mein Gott. Dann jetzt schaut euch diesen Fuck-Nerd im Vergleich dazu an. Ja, das passt so. Nein! Naja, es ist offensichtlich was. Alphys hat nicht mehr gut Charakter oder so. Fick dich, Alphys! Gib mir der Instant Nudelsuppe essen. Ich kann ihn nicht leiden. Charakter. Ich will nicht sehen, dass Alphys glücklich wird. Was? Ich mag sie wirklich. Ich habe das Gefühl, das wird eine abusive relationship. In einer guten Weise. Ich meine mehr als andere Leute. Tut mir leid. Ich dachte mir, weißt du, es wäre vielleicht nett eine Art. Doch, wenn wir nur Freunde bleiben. Hackdate mit dir zu haben, damit du dich besser fühlst. Du Haufen Scheiße. Gott, jeder hat nur Hackdates mit uns. Ja. Wenn ich es so herumdrehe, klingt es sogar noch schlimmer. Das entspricht der Wahrheit, ja. Es tut mir leid, ich habe es wieder vermaschelt. Ja, hast du. Ja. Und dann ist die Person, die ich wirklich daten möchte. Aber ich denke, sie spielt in einer höheren Liga. Ja, offensichtlich. Nicht, dass du cool wärst. Nicht cool, ist okay, das bin ich gewohnt. Ich rechne mit nichts anderen an dein. Ich meine nicht anderen, sondern Alphys. Freut mich auch, dass du glücklich wirst, das ist okay. Ist okay, ich kann damit leben. Aber an deinen. Ist so viel cooler als sicher, oder? Ja? Mhm. Mhm, okay, ja. Ja. Mogi, das hat ja mit echten Gefühlen und nicht mit Coolness zu tun. Sie ist so selbstsicher und stark und witzig. Ich bin auch witzig, weißt du, was fick dich alles. Sie hat ihr Haus da gezündet. Na, eigentlich waren das wir. Und ich bin bloß ein Niemand. Ja. Ja. Ja! Eine Schwindlerin. Du machst mich krank. Ich bin die königliche Forscherin, aber alles, was ich tat, ist, Leute zu verletzen. Mich hast du nicht verletzt. Kannst du gar nicht. Ja. Mein Herz. Ich habe ihr so viele Lügen erzählt. Sie denkt, ich wäre viel cooler, als ich wirklich bin. Das kann ich mir kaum vorstellen. Noch cooler als du. Das müssen sehr dicke Lügen gewesen sein. Oh Mann. Wenn wir zusammenkommen, wird sie die Wahrheit über mich erfahren. Gott, die reden wirklich über das Zusammenkommen. Was soll ich nur machen? Sag ihr die Wahrheit. Ich weiß doch, was Okay, anscheinend doch nicht. Die Wahrheit? Aber wenn ich ihr das sage, hat sie mich bestimmt. Ja, das hoffen wir doch. So funktioniert die Wahrheit. Ja. Denkst du so, oh Mann, ich hab's richtig getan, aber. Ja, ist alles darum nicht besser. Mit einer Lüge leben, bei der beide glücklich sind. Ja, du bist sowas von glücklich. Oder mit einer Wahrheit, bei der niemand glücklich ist. Ich bin ein bisschen glücklich bei der Wahrheit. Es heißt immer, sei du selbst. Aber ich mag mich selbst nicht besonders. Keine Ahnung. Ja, würde ich auch. Das trifft auch auf die Menschen in deiner Umgebung zu. Ich wäre lieber jemand, der von den Leuten gemocht. Ach so.
Das klingt sehr nach einem sehr dummen Plan, das will niemand. Nein, du hast recht. Jeden Tag habe ich Angst. Angst davor, was passiert, wenn die Leute die Wahrheit erfahren. Was denn? So schlimm ist es auch nicht. Da sind alle nur wegen mir verletzt. Hör auf, ja auch noch Mut zu machen, Johnny. Ja, aber sie muss uns ja auch angelogen haben. Sie ist einfach nur ein Nerd und nicht irgendwie irgendein Monster bisher. Sie ist ein Monster. Ach so, ja, stimmt. Und sie ist, okay. Sie ist halt ein ziemlicher fucking Nerd und Weep. Das also, hast du nicht in der Wohnung gesehen? Aber wie kann ich an dein die Wahrheit erzählen? Mit all den Anime-Figuren, Anime-Postern und Instant-Nudelsuppen. Ich habe einfach nicht das Selbstvertrauen. Ich werde es nur vermasseln. Wie kann ich das üben? Wieso üben? Lass uns Rollenspielen. Oh, natürlich, Mann. Ich werde Rollenspielen. Das zweite impliziert, dass ich nicht dabei sein muss. RPGs? Das hört sich sogar ziemlich spaßig an. Okay, wer von uns spielt Undyne? Du bist Undyne. Ich? Undyne? Okay. Ich sage, was ich denke, dass sie saugen würde und du, ich werde einfach hier weiter halt rumstehen und gut aussehen. Erledigt. Hat mal jemand einen Ventilator? Du sagst mir, du zeigst mir, was ich machen sollte. Ja, hey, Alphys, du siehst heute gut aus. Das ist unrealistisch. Ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden habe, dass sie Anteil nachmachen soll. Was ich auf platonisch sage, da würde ich dich niemals mögen. Nice Puppe. Yo! Yo! Was? Was? Alles? Was ist in dich gefahren? Heiße Puppe? Wie nennst du mich? Als erstes bin ich ein Puppenritter. Okay. Alphys ist... Ben, was? Nein, das ist am Nein. Ah. Kapitän der Puppen. Behandle mich mit Respekt oder ich strecke dich nieder. Jetzt tue ich so, als würde ich einen großen Felsen ohne Grund nehmen. wie auch immer, was wolltest du sagen, Alphys? Wir sind Alphys. Oh, yes! Oh, nein! Los geht's! Was? Nein, das machst du jetzt! Wir sind geil, wir sind nicht hilfreich. Vor allem sind wir einfach nur ein Date, was sie doch überreden will, uns zu küssen. Ja! Ja! Und es fällt ihm nicht auf. Alphys, was machst du da? Ich schiebe dich von mir weg. Du solltest mich wirklich nicht küssen. Aber du bist so gut darin. Weil du so viel von diesen Dating-Simulationen gelernt hast. Fucking Graphic Novels. Visual Novels. Ja, Visual ist fuck. Aber natürlich weiß es Fully besser. Ich muss einfach zurückküssen. Ich bin Undyne und ich entscheide, wenn ich umarme. Was hast du da gerade gesagt? Das Gesicht. Aber Undyne, ich habe nur... Oh Gott. Hey, wow, warte eine Sekunde. Deine Kleidung ist echt süß. Was ist der Anlass? Warte eine Sekunde. Habt ihr beiden? Wir haben den Hund da hinten versucht zu retten, ja. Ein Date? Ja. Oh, nein. Ich will nicht... Ich meine, das... nein. Ja! Yeah! Ich meine, da meine es aber... Wir hatten nur ein romantisches Rollenspiel als Undyne. Vollidiot.
Der Gesichtsausdruck. Was? Ich meine. Da kommst du nicht mehr raus. Nein, ich hab dich angelogen. Was? Über was? Über, naja. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Alles. Wow. Das beantwortet alle Fragen. Ja, die wird jetzt schon noch weiterreden. Ich habe dir gesagt, was habe ich nutze sie nur, um Eiscreme herzustellen. Und diese Geschichtsbücher der Menschen, die ich lese, das sind nur bekloppte Comics. Und die Geschichtsfilme, das sind nur... Die sind nur Animes! Sie sind nicht eng! Und weißt du noch, als ich sagte, ich wäre mit dem Handy beschäftigt? Ich habe eine Frozen Joghurt in deinem Schlaf und was? Alphys! Was? Ich wollte dich nur beeindrucken. Das waren beschissene Lügen. Oh, ich habe sogar tanzfähig Dokumentationen schon, aber will ich etwas, ein bisschen was für dich, naja, sehen, warum sie die Lüge gemacht hat. Andein hat ein bisschen was übrig für Menschen. Ich weiß nicht, wenn ich erfahren würde, dass jemand statt der Dokumentation zu schauen lieber Anime schaut, dann wäre es an sich schon ein Grund, sich zu distanzieren, wie ich finde. Ich wollte dich nur beeindrucken. Ich wollte nur, dass du denkst, dass ich cool und intelligent wäre. Dabei war ich nur ein einsamer Nerd. Oh, und alle sitzen vor dem Bildschirm und sagen, Alphys, du bekommst sie! Alphys. Schreit sie ihren Kopf. Ach, Alphys. Kleiner Fuck-Nerd. Nein, ich denke, du bist wirklich cool, okay? Alphys. Ugh. Oh Gott. Das hat mehr was Mütterliches gerade. Das finde ich seltsam. Wow! Was? Was zum Fick? Was? Oh, Alphys, nein! Jetzt will ich, dass du sie bekommst! Das hast du nicht verdient! Alphys, ich denke, du bist auch cool. Aber du musst wissen, das meiste, was du gesagt hast, kümmert mich nicht. Mir ist egal, ob du kindische Cartoons ansiehst oder Bücher liest. Oh nein, halt bestätigt, Anime sind für Kinder. Sie hat sie halt gerade... Für mich ist das alles ein nerdiges Zeugs. Oh. Was ich an dir mag, ist, dass du leidenschaftlich bist. Du bist analytisch. Warum hast du sie in den Müll einmal geworfen? Das war halt ein wortwörtlicher Korb. Was auch immer los ist, du kümmerst dich drum. Zu 100% mit maximaler Energie. Als sie uns helfen sollte, war das nicht der Fall, aber okay. Hast du schon mal eine andere Alphys kennengelernt als wir? Du musst mich also nicht belügen. Ich möchte nicht, dass du irgendwen noch einmal belügen musst. Alphys, ich möchte dir dabei helfen, mit dir selbst glücklich zu werden. Warum bin ich im Müll? Und ich habe da genau das richtige Training für dich. Gott, wie soll sie dir auf? Hey, es ist Oscar. Andein, du willst mich trainieren? Das Farbe! Sie ist errötet. Wie? Ich? Na, Papyrus wird das erledigen. Bringen wir diese Knochen zum Schwitzen! Jockboy? Es ist Zeit, ein oder drum zu joggen und zu brüllen, wie toll wir sind! Wir sind... toll! Toll! Bereit? Ich werde gleich die Stoppuhr starten. Der Gesichtsausdruck. Von der Alphys. Ja. Oh. Andein. Ich gebe mein Bestes. Was zum Fick? Oh mein Gott! Sie hat nur Witze gemacht, richtig? Diese Cartoons, diese Comics.
Die sind doch echt, oder nicht? Oh nein, oh Gott. Anime is real, right? Aber warum? Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich verstehe es nicht, was stört sie denn jetzt? Ich wusste es! Gigantische Schwerter, magische Prinzessinnen! Hier komme ich! Das ist nicht das, was Anime ausmacht. Ich weiß nicht, was das gerade sollte. Danke, dass du dich um Alphys gekümmert hast. Was sollte dieser Anime-Diskurs? So viele Prinzessinnen gibt's in Animes doch gar nicht. Alphys, hier an deinem mag halt einfach Anime und die dachte die ganze Zeit, das wäre echt, das wäre Menschengeschichte. Und die war jetzt super enttäuscht, dass das nicht real ist, so. Weißt ach so, du? Aber Anime. Weil die steht halt auf so krass große Schwerter und so eine Kacke. Okay. Und die dachte, das wäre alles echt. Deswegen hat die auch selber so ein riesiges Schwert. Oh, fuck, das sie heißt, ist ein Weep. Das heißt, sie ist mehr ein sie Weep hat ja gedacht, das wäre echt. Ja, das denkt die jetzt auch. So denkt auch, dass sie echt in Japan leben wollen. Ich konnte zwar nicht sagen, was ich wollte, aber scheint, als würde es ihr bald besser gehen. Naja, ich gehe da mal und hole die anderen ein. Man sieht sich! Die werden nicht glücklich. Ja. Erstmal fucking Bett aus gelben Blumen. Mhm. Und zweitens, was zum Fick war das gerade? Warum hat sie sie in eine Mülltonne geschmissen? Es gab so eine Sache, dass... Ja, es war ja doch schon mal so, dass Alphys ein Selfie gepostet hat. Warte mal, Moment. Ah ja, mit der Mülltonne. Ja, genau, mit der Mülltonne. Sie war in der Mülltonne drin. So, das ist, glaube ich, so ein Ding, was Alphys gerne macht. In der Mülltonne sich verstecken. Doch. Hm. Hallöchen! Wenn das nicht mein guter Freund ist, der mir vertraut. Hier ist Papyrus, der auch dein Freund ist. Wir sind Freunde. Alphys und ich beendet unser Training früh. Sehr früh. Also habe ich sie nach Hause geschickt. Ganz nach Hause. Jetzt habe ich ohne besonderen Grund das starke Gefühl, dass du dort auch hingehen solltest. Zu ihrem Labor. Zu Hause. Ich habe nur gute Gefühle dabei. Lass sie bitte zwinkern. Oh, tschüss. Okay, ich würde sagen, wir gehen in den Thronsaal. Auf zum Thronsaal! Das war also alles, was wir noch vom Endkampf sehen sollten. Gut. Dann wären wir damit jetzt fertig. Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen ins Labor. Ich wollte schauen, ob da vielleicht was bei Metaton zu Hause inzwischen ist. Wie kommst du da drauf, dass wir ins Labor sollen? Das macht gar keinen Sinn. Ich vertraue immer das, was Papyrus sagt. So haben wir eigentlich Instant-Nudeln. Wir haben Instant-Nudeln. Oh! Was war das nochmal, was ich hier kaufen kann und dann bei Tammy für mehr verkaufen? Oh, das sind aber nur immer 2 Gold oder so. Okay, lassen wir das. Dann habe ich umsonst mein Inventar geleert. Also in einem Pacifist-Run würde ich mir die vorstellen, irgendwie da Tammys College zu bezahlen. Das klingt furchtbar nervig. Wir wollten das aber eigentlich machen. Ja, ich habe das selber nur in meinem Genocide-Run gemacht, weil du da viel, viel leichter an Gold kommst. Hier kommt man auch relativ leicht eigentlich an Gold, wenn man zum Beispiel im Core einfach ein bisschen grindet. Ich meine, müsste es reichen, wenn man, keine Ahnung, 8 Gegner oder so dann bekämpft, besiegt, wie auch immer. Müssen wir das Geld eigentlich so weit zusammen haben. Und fuck, bei mir regnet es gerade ziemlich hart, was uncool ist, weil ich noch einkaufen gehen wollte. In Hamburg scheint die Sonne. Als ob. Mhm. Okay, gehen wir zum Labor. Jetzt bin ich gespannt, was da passieren wird. Regelrecht heiß ist mir. Mir auch. Es erfüllt mich mit Entschlossenheit. Okay. Glaubt ihr, sie hätte das Loch in der Wand gefixt? Ich hoffe, da ist ein bisschen Absperrband davor. Fuck, wir werden immer noch beobachtet. Ich bin so eine Art Anime. Enttäuschung. Ist eine Notiz von Alphys. Lesen? Selbstverständlich.
Hey. Ich danke euch für eure Hilfe vorhin. Leute, eure Unterstützung bedeutet mir wirklich viel. Wer? Aber egal, wie schwer es mir fällt, das zu sagen. Ihr alleine könnt meine Probleme nicht einfach magisch verschwinden lassen. Ich möchte eine bessere Person werden. Ich möchte keine Angst mehr haben. Und dafür muss ich mich meinen eigenen Fehlern stellen. Ich werde jetzt damit anfangen. Ich möchte etwas klarstellen. Das ist nur mein Problem und von niemandem sonst. Aber wenn ihr nie wieder von mir hören solltet, wenn ihr die Wahrheit erfahren wollt, betretet die Tür nördlich dieser Notiz. Nördlich. Ihr verdient es alle zu erfahren, was ich tat. Das ist alles. Oh, das ist alles, was ich schrieb. Das hat Staff Sections in Videospielen erfunden. Was? Ich hab, Das ist Metaton. Oh shit. Ich hatte keine Ahnung. Scheint, als würde Metaton repariert werden. Wow. Okay, das ist nicht beängstigend. Hey, das ist wieder unser Automatenfreund. Hey! Und der einfach zu zeichnende Würfel.